Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu dieser Bilanzpressekonferenz, die wir immer so zwischen Halbfinal und Finalblock hineinquetschen. Den Zeitplan haben uns Bastian Steger und Ruben Fidus kaputt gemacht, sind sich auch ihrer Schuld bewusst, haben aber trotzdem ein episches Match geliefert. Richard Krause, das hatte ich gerade schon beschrieben, die Fragen an ihn werden wir vorziehen. Unser Sportdirektor ist dabei, Tobias Gens, der Präsident des Fachverbands Tischtennis Bremen und DTB-Präsident Michael Geiger. Wir fangen an mit der Eröffnungsfrage an Richard Krause. Wir hatten eine furiose Annette Kaufmann, die 15-jährige U15-Europameisterin, Kai Stumpfer, der den Topgesetzten geschlagen hat, Cedric Meissner, der den Titelverteidiger aus dem Rennen geworfen hat. Wir haben jetzt die Altmeisterin im Doppel, Bübel Krämer, die zum vierten Mal in fünf Jahren in einem Finale stehen. Was sind das für deutsche Meisterschaften auf Vorsicht? Ja, du hast mir eigentlich viele meiner Pointen schon vorweggenommen. Danke dafür. Also ich fand es eine deutsche Meisterschaft oder deutsche Meisterschaften der sehr, sehr spannenden Geschichten. Simone hat das, besser konnte ich es gar nicht formulieren, einige schon eben genannt. Ich denke, dass wir einige junge Spieler sehen, die sich nicht nur anschicken, die erfahrenen Spielerinnen und Spieler anzugreifen, sondern an guten Tagen tatsächlich auch in der Lage sind, diese zu schlagen. Ich fange mit einem Kai Stumpfer an, der hier wirklich auch seine gute Form der letzten Wochen einmal mehr noch bestätigt hat. Ist immerhin auch amtierender U19-Europameister, hat in der Bundesliga den amtierenden Vizeweltmeister geschlagen, hat wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt und hat hier einen der Mitfavoriten Gang Chu aus dem Rennen genommen. Wir können diese Reihe fortsetzen, natürlich mit einer Annette Kaufmann, die hier, denke ich, gezeigt hat, dass sie mit 15 schon hier bei den deutschen Meisterschaften ganz vorne hat mitspielen können, auch wenn es am Ende zu dem Finaleinzug nicht ganz gereicht hat. Also ich denke, dass Annette auch da bestätigt hat, sie ist nicht umsonst Schülerinnen-Europameisterin geworden. Das hat sie ja mit einer Dominanz gemacht, wie wir das vielleicht viele, viele Jahre in Deutschland bei Europameisterschaften im Nachwuchsbereich so nicht hatten. Und wir haben auch einen Fang Bo-Meng gesehen, um vielleicht noch einen dritten Spieler zu nennen, der hier wirklich auch gezeigt hat, dass die guten Ergebnisse der letzten Wochen auch im internationalen Bereich er eben hier bestätigt hat. Ich fand das auch ein sehr, sehr ansprechendes Spiel gegen Benedikt Duda im Halbfinale. Am Ende haben sich natürlich dann mit Benedikt Duda und Bastian Steger und eine Nina Mittelham und eine Chantal Manns doch die, ich will sie mal so nennen, etwas arrivierteren Spieler durchgesetzt. Aber ich fand das eine hochinteressante deutsche Meisterschaft und freue mich natürlich, dass wir solche Geschichten hier bei der deutschen Meisterschaft schreiben können. Schreiben können ist gut, ich schreibe auch schon fleißig mit. Die nächste Frage an Tobias Gens. Tobias, ihr hattet vom Verband auch schon frühzeitig diese deutschen Meisterschaften genutzt, auch für eine Werbeaktion im Weserpark. Wie siehst du das auch unter dem Motto am Ende der Pandemie zur neuen Saison, dass man so zum wieder in Tritt kommt? Ich denke, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Neustart. Also wir haben eine schöne mediale Präsenz, wie wir hier auch gerade feststellen. Es ist eine sehr familiäre Atmosphäre, da sind doch wieder viele Menschen, die Lust auf Tischtennis haben, auch wenn die Zuschauerzahl sicherlich noch etwas höher hätte sein können, sind wir aus Bremer Sicht doch froh, dass so viele Bremer hier einfach mal wieder im Einsatz sind. Und im Sport können wir dieses Jahr leider nicht mithalten, aber immerhin doch am Tisch viele Schiedsrichter aus Bremen, die sich freuen, wieder aktiv werden zu können und zu üben. Und auch im Helferbereich freuen wir uns, dass doch sehr viele Bremer mit dabei sind, um diese professionellen Rahmenbedingungen hier zu ermöglichen. Das macht aus Bremer Sicht auf jeden Fall wieder Lust auf Tischtennis und auch wieder auf größere Veranstaltungen in der Zukunft. Michael Geiger wird wahrscheinlich hier das Statement von Tobias Gens mir nachher noch zuleiten. Vielen Dank dafür, fürs Hinschreiben. das greifen wir den Ball auf von Tobias schon. Die Organisation des Ganzen, entweder Lust auf Tischtennis, wieder Lust auf Tischtennis machen. Wie ist das aus Sicht des DTB gelungen? Ja, genau die Stichworte hatte ich mir notiert, aber nicht etwa, um sie jetzt eins zu eins wiederzugeben, sondern weiterzuentwickeln. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich spüre das, wie das auch gefehlt hat in unserem Team. Die Tischtennis-Marketing-Gesellschaft, die ja viele, viele Jahre schon mit uns zusammenarbeitet,
mit unserer Öffentlichkeitsarbeit auch, sag ich mal, in der Ankündigung der Veranstaltung neue Wege intensiver gegangen ist, sehr viel über Social Media gemacht hat, jetzt auch parallel, ich verfolge das, ne? Benedikt Probst aus unserer Öffentlichkeitsarbeit war in Tokio mit Video sehr stark im Einsatz, er ist jetzt nicht hier, aber da haben wir dann weitere Leute, die das machen, zusammen auch mit unserem Sportdirektor, da immer wieder nach draußen Informationen geben. Da merkt man, da brennen die Leute drauf und diese Informationen, die werden auch gern, ich nenne es mal, konsumiert. Leider noch nicht in der Halle hier. Aber wir kriegen die Rückmeldung, dass die Leute durchaus Tischtennis verfolgen. Das haben sie sicherlich auch nach Tokio wahrgenommen. Der Erfolg von Dimitri Ovtcharov, des ganzen Teams, aber Dimitri wird immer wieder zuerst genannt, auch von Leuten, die sonst immer nur Timo Boll genannt haben. Das ist wirklich ja, sehr interessant, wie man von Nicht-Tischtennis klassischen Fans oder Spielern, sondern von Dritten angesprochen wird, Mensch, der Ovtcharov und Tischtennis, was ist das für eine Sportart und wie toll. Und jetzt kriegen wir es ja parallel mit, wir verfolgen sie ja, auch wenn sie nicht bei uns direkt im Verband sind, so trainieren sie aber doch in Düsseldorf, das Paralympics-Team mit der Goldmedaille von Valentin Baus, Silber von Schmidberger, Bronze von Grebe, wenn man überhaupt so das Medaillenergebnis sieht, dann ist Tischtennis aktuell sehr präsent. Und viele, viele tragen dazu bei, dass Tischtennis so gut vorbereitet war auf diese Events, auch während der Pandemie, dass das durchging und dass wir auch wieder Events anbieten können. Leider werden sie noch nicht ganz so konsumiert, aber ich vergleiche das immer mit der Gastronomie. Wenn die ersten Kunden kommen, wieder, die müssen begeistert sein, dass sie es weitererzählen. Wenn ich den ersten Kunden mit reduzierter Schlagzahl, mit reduziertem Angebot entgegentrete, dann werden die nicht weiteren Lust auf mehr machen, sondern selber sogar eher wegbleiben. Und ich hoffe und ich bin eigentlich überzeugt, dass uns das gelungen ist mit dieser Veranstaltung, dass wir zeigen, wir sind voll da, wir haben ein tolles Angebot und ich bin überzeugt, dass sich das rumspricht und dass wir auch wieder zu den alten Zahlen, auch hier in Bremen, kommen, weil an dem, die mitwirken, liegt es, da bin ich noch ganz, ganz sicher, nicht, dass wir geringere Zahlen haben. Ganz tolles Engagement der 100 Volunteers, des Hallenteams hier, der Stadt, des Senats, da wirken alle mit. Und auch in der Presse übrigens waren ja jetzt auch richtig für uns schöne Artikel am Freitag, heute auf Seite 1 und im Sportteil großer Bericht. Also insofern sind wir rundum zufrieden, dass wir da unsere Anstrengungen gewürdigt sehen. Jetzt Ihre Fragen zur nächsten, da Richard Pause, weil der gleich weg muss zum Livestream. Haben Kai Stumper und Annette Kaufmann das Zeug, so die altersmäßige Lücke, also sprich die Leistungslücke zu schließen, die alten Arrivierten ja hinterlassen werden, die sind ja mindestens schon knapp 30, wenn nicht gar über 40. Also ich sage auf diese Frage immer, naja, in die Zukunft blicken kann ich nicht. Und das Schöne daran ist, dass wir im Deutschen Tischtennisbund einmal eine erfahrene Generation haben, die sich weiterentwickelt. Das ist zum Beispiel auch die Generation, die jetzt sowohl bei den Damen als auch bei den Herren bei den Olympischen Spielen teilgenommen hat und die auch noch längst nicht müde ist. Und das Schöne ist aber auch, wir haben eine ganz, ganz junge Generation, die sich auch beginnt weiterzuentwickeln. Und ich glaube, mit dieser Grundidee lässt sich für die nächsten Jahre ganz gut leben. Wie weit dann am Ende jeder Einzelne kommt, das muss man wirklich noch ein bisschen abwarten. Tatsächlich ist es so, dass Erfahrungswerte zeigen, dass diejenigen, die bei Europameisterschaften zu den Medaillengewinner gehören, dass die auch eine Karriere bei den Damen und bei den Herren häufig machen. Viel weiter möchte ich mir einfach nicht aus dem Fenster lehnen, aber es ist schon, ich sag mal, schon ein Ausrufezeichen, wenn der amtierende Europameister gegen der Jugend, gegen den amtierenden Vize-Weltmeister gewinnt. Oder wenn die amtierende Schülerin, Europameisterin es schafft, im Konzert der Damen und Herren hier ins Halbfinale einzuziehen. Entscheidend ist für mich, und das zeigt eben die Gesamtstruktur, dass wir im Prinzip der langjährigen Leistungsentwicklungen im Tischtennis viel Geduld brauchen. Also eine deutsche Meisterschaft und ein gutes Ergebnis bei den deutschen Meisterschaften ist ein Fingerzeig, aber ist in erster Linie ein Antrieb, dass die Jungs und Mädels weiter sehr, sehr viel Gas geben müssen. Aber wir haben das Potenzial dazu. Klar ist das jetzt mit den Jungen, die man sieht, den 15-Jährigen, 18-Jährigen, aber sagen wir mal jetzt Boll und Ovtcharov und die, sagen wir mal, Arrivierten, die werden ja jetzt nicht jünger. Also es könnte ja doch eher sein, wenn die jetzt in
in der Dienstzeit aufhören, dass das dann doch irgendwie eine längere... Ich habe es ja gesagt, die sprechen nicht von aufhören. Ist richtig. Wenn ich jetzt einfach mal olympischen Zyklen, wenn ich jetzt der nächste olympische Zyklus beginnt 2024, da kann es sein, dass die gleiche Mannschaft spielt. Hätte man kein Problem mit. Kann es sein, dass der ein oder andere vielleicht den Anschluss gefunden hat? Ich denke da an Benedikt Duda, als mal ein Beispiel zu nennen. Wir warten mal ab, wie das Ganze sich hier entwickelt. Und dann geht es tatsächlich darum, und das wäre für Tischtennisverhältnisse, deswegen habe ich auch bewusst gesagt, langjährige Leistungsentwicklung. Das nächste Ziel für möglicherweise neue Generationen ist das, was passiert zwischen 2025 und 2028. Diese Zeit gilt es dann gut zu nutzen. Das ist dann möglicherweise die Zeit von den jüngeren Spielerinnen und Spielern, die wir jetzt nehmen. Denn man muss sich davon lösen, dass im Tischtennis ein 18-Jähriger bei den Olympischen Spielen liefert. Das ist eher untypisch. Das haben wir hier mit dem Lin Junyu gehabt, das haben wir mit Harimoto gehabt, mit zwei Spielern. Das haben wir selbst bei den Chinesen eigentlich so nicht. Das heißt also, diese langjährige Leistungsentwicklung in Europa, da gehört Deutschland ja auch in dieser Gesamtstruktur, das ist auch keine Ausnahme dann in Deutschland. Da geht es mir darum, wie kann ich Spieler entwickeln, dass die beginnen, ihr maximales Leistungslevel jenseits der zweiten 20er Hälfte abrufen zu können. So lange brauchen die meist. Und das ist so diese Struktur, die wir haben. Also insofern, ich sag mal, wenn ich jetzt einfach mal überlege, wir haben in 3 Jahren eine ganz gute Altersstruktur, keine junge Altersstruktur, aber auch keine schlechte. Weil, selbst wenn ich jetzt einen Spieler, wen auch immer, mir nicht dabei denke, habe ich Spieler wie ein Benedikt Duda, wie ein Dang Chu, die da eben als Team sehr, sehr gut auftreten können. Klar ist allerdings auch, das muss man aber auch so ehrlich sagen, die Top-10-Spielerinnen und Spieler, die wachsen natürlich nicht auf den Bäumen. Die gilt es natürlich zu entwickeln. Ja, und das ist die Aufgabe, die wir natürlich haben und auch nicht aus den Augen verlieren. Aber mir ist erstmal jetzt nicht bange. Wir haben eine ganz gute Struktur und jetzt gilt es darum, sich zu entwickeln. Ja, wir haben jetzt hier eine Annette Kaufmann gesehen, die wirklich schon sehr, sehr stark spielt. Es ist geplant, dass sie auch bei den Damen in Zukunft auch öfter mal zum Zuge kommt, bei größeren Turnieren oder sogar schon Damen-Europameisterschaften oder sowas ähnliches. Ist ja schon in einem Bundeskader. Nicht? Und die Bundeskader, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie durchaus eine gewisse Fluktuation zulassen. Insofern werden wir uns jetzt in aller Ruhe zusammensetzen. Wir haben mit Annette sowohl mit den Heimtrainern als auch mit den Bundes- und Verbandstrainern eigentlich immer ein sehr, sehr gutes Programm die letzten Monate abgesprochen. Und das Programm, so gilt es natürlich auch weiter abzusprechen. Es ist ein bisschen schwierig mit der internationalen Wettkampfstruktur, wer darf was spielen. Die ist im Augenblick leider noch nicht so hoch in der Weltrangliste, wie man das sich gerne wünschen würde. Und dadurch, dass es doch ein paar Restriktionen gibt, wer an welchen Turnieren teilnehmen darf, müssen wir jetzt gucken, wie wir sie auch bestmöglich in Position bringen. Dazu könnte es eine Überlegung sein, eine Europameisterschaft zu nutzen. Dazu könnte es eine Überlegung sein, eine U21-Europameisterschaft dazu zu nutzen. Dazu könnte es aber auch eine Überlegung sein, eine Jugendweltmeisterschaft zu nutzen. Und das sind im Augenblick die Turniere, die mit höchster Wahrscheinlichkeit stattfinden werden. Zusätzliche internationale, das wissen wir im Augenblick noch nicht. Aber um ganz konkret auf die Frage zu kommen, ja, wir haben eine Durchgängigkeit und wir werden jetzt uns mit den Trainern zusammensetzen und wirklich genau überlegen. Es ist sehr populär, einfach zu sagen, wir nehmen jemanden, das wirkt gut, aber das muss ja in den Gesamtplan reinpassen. Deswegen habe ich jetzt bewusst gesagt, wir haben in diesem Jahr eine Europameisterschaft, Damen und Herren, wir haben eine Jugendweltmeisterschaft und wir haben eine U21-Europameisterschaft. All das muss man in aller Ruhe überlegen, was passt in welchen Plan. Ich habe eine Frage vielleicht an Richard Krause und auch den Präsidenten. Tischtennis ist aktuell sehr präsent. Wir haben jetzt 3 Wochen nach den Olympischen Spielen mit den überragenden Erfolgen. Hat man da nicht hier bei den deutschen Meisterschaften eine Riesenchance verpasst, dass jetzt von den 6 Olympiaaktiven, die 3 Damen und die 3 Herren, nicht ein einziger hier dabei ist, der mitspielt? Und war das vorher so abgesprochen oder hätte man nicht auch versuchen können, zumindest 1 oder 2, ich denke, wenn Ovtcharov, das kann man ja verstehen, dass er jetzt nicht wieder spielen will, aber wenn er mal hier gewesen wäre, für eine Autogrammstunde oder sowas, das wäre ein ganz anderes Standing gewesen dieser Veranstaltung.
ich habe auch selber gemerkt, viele Leute, die vorher gar nichts mit Tischtennis so richtig was zu tun hatten, die waren total begeistert und haben mich auch immer deswegen auch angesprochen. Ne? Also ich finde, man hat hier bei dieser deutschen Meisterschaft, auch wenn die fand die Leistungen waren gut und es war auch schön, dass es überhaupt mal wieder Tischtennis gibt mit Zuschauern, man hat hier dadurch doch eine sehr riesengroße Chance verpasst. Also aus dem Sport, muss ich sagen, kann ich das ein bisschen nachvollziehen, dass man sich gewünscht hätte, dass in Dimitri oder die ganzen Olympioniken hier teilnehmen. Aber man sollte auch ganz großen Respekt davor haben, vor 7 Europameistertiteln, die wir in den letzten 6 Wochen geliefert haben, und 2 olympischen Medaillen. Und irgendwann müssen auch diese herausragenden Sportler die Möglichkeit haben, nicht in vorderster Front zu spielen. Denn wir haben, ich habe es vorhin gesagt, viele, viele weitere Turniere. Und bei keinem einen Turnier ist es erlaubt, ein bisschen Ruhe zu finden. Insofern, da sind natürlich 2 Herzen in einer Brust seitens des Sports, wo man natürlich dann einfach sagt, ja, es wäre schön gewesen. Aber auf der anderen Seite habe ich dafür absolutes Verständnis, dass man nach 3 Wochen Olympischen Spielen, beziehungsweise nach diesen Olympischen Spielen, ich glaube, das kann keiner nachvollziehen, mit welcher Emotionalität man Olympische Spiele spielt, der nicht wirklich richtig ganz nah dabei ist. Und ich glaube, das, was rüberkam in den Fernsehsendern, das war schon emotional genug. Und das hinterlässt bei vielen Spielern eine unheimlich große Leere, die man danach auch wieder auffüllen muss. Also insofern Verständnis für das Ansinnen, Verständnis für die Frage, aber bitte auch ein Verständnis dafür, dass die Spieler hier nicht gespielt haben. Es ist natürlich immer dem Verband auch ein sportpolitisches Anliegen, weil man denkt natürlich auch wieder, was hat es für eine Auswirkung für künftige deutsche Meisterschaften, für den Stellenwert, für Ausrichter, für den jetzigen Ausrichter. Man versucht all das zu beleuchten, aber ich verstehe tatsächlich bestens auch die Spieler, die irgendwann eine Pause brauchen. Weil man sagt immer, fokussieren auf was Bestimmtes, und das kennen Sie vielleicht auch von sich, vom Berufsleben. Ne? Und dann sagt man so, jetzt sind wir am ganz großen Ziel, dann kommt schon der nächste, aber morgen könntest du... Ja, irgendwann muss ich dann tatsächlich sagen, so Moment, jetzt ist mal Urlaub oder mal durchatmen. Nun ist es klar, wir haben diese deutsche Meisterschaft, zunächst mal war ein Gespräch im März, dann haben wir sie verschoben auf Ende August, auf nach Olympia. Wir haben da auch im Vorfeld mit unseren Sportlern gesprochen und es war klar, die haben nicht gesagt, wir können da nicht spielen, aber die haben gesagt, wir müssen erst mal schauen, wie weit wir bei Olympia gekommen sind, wie anspruchsvoll das war, wie das möglich ist. Und dann gibt es andere Sportler, die haben tatsächlich auch schon Verpflichtungen von Damenspielen, welche jetzt in Japan auf der Tour. Das heißt, wir haben so viele Termine, die zu koordinieren sind, das ist deren Beruf. Da war es von der Seite nicht möglich. Insbesondere mit Dimitri Ovtcharov habe ich mich länger und intensiver jetzt auch nach Olympia unterhalten. Auch wie kann es weitergehen mit solchen Veranstaltungen. Und bei ihm, natürlich wäre das das, was wir uns am meisten gewünscht hätten. Und ich habe ihm genau die Frage, die Sie angedeutet haben, auch gefragt. Dimitri, er hat mir gesagt, jetzt spielen, sorry, ich möchte nicht nach einem Mal Training, und er hat jetzt tatsächlich pausiert, das wäre sportlich nicht in Ordnung, mit einem Mal Training dann so eine Veranstaltung zu spielen, das möchte ich nicht, wenn, dann möchte ich mich auch in ordentlichem Zustand präsentieren. Und dann habe ich gesagt, hätten wir denn eine Chance, dass du da bist, für die Fans, für Medien, dass wir möglicherweise einen Schaukampf machen könnten, das haben wir ernsthaft erörtert, das hat er sich auch überlegt. Wir sind dann aber gemeinsam zum Ergebnis gekommen, nach Rückmeldung, die ich Ihnen gleich erklären werde, dass es für uns noch wertvoller ist, weil ich muss dann ja sagen, wenn er diesmal spielt, dann müsste er aber vielleicht da aussetzen können oder sonst wo im Kalender. Dann haben wir gesagt, nee, dann wollen wir uns die Chance für den nächsten Auftritt von Dimitri erhalten. Warum? Weil wir jetzt die letzten Tage, wo sich das entschieden hat, ob er dann zumindest als Gast käme, auch die Zuschauerzahlen schon absehen konnten anhand vom Vorverkauf. Und natürlich wäre es für die, die da sind, was Tolles gewesen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich dann 300, 400 oder 500 habe, als Zuschauer für einen Schaukampf, für eine Autogrammstunde oder mehr. Und insbesondere, wir hätten gedacht, dass das Fernsehen dann Interesse hat. Und wir haben auch diese Option genannt, dass er als Gast da ist, wie so oft. Man möchte das Maximum. Und wenn ihr das Maximum nicht liefern könnt, dann ist es für uns, wie hat es geheißen, dann fehlt die Geschichte dahinter. Damit müssen wir umgehen. Wir versuchen vieles. Wir versuchen abzuwägen, Interessen unter einen Hut zu bringen. Wir müssen dann aber auch sagen, okay, auch aus unserer Sicht, wenn wir nicht mindestens das und das und das, dann
angemessen mit gewährleisten können, dann müssen wir vielleicht auch mal sagen, okay, nicht zu diesem Zeitpunkt, dann besser den anderen wieder, wo wir insgesamt für Tischtennis unter Berücksichtigung der Interessen der Sportler dann den besten Nutzen dafür haben. Das soll um Gottes Willen nicht diese Veranstaltung hier abwerten, überhaupt nicht. Deshalb hat er sich auch die Gedanken gemacht, intensiv mit uns gesprochen, das rechne ich ihm auch hoch an. Wir haben dann gemeinsam entschieden, okay, lass uns die Option auf die nächste Möglichkeit erhalten. Und hier die Sportler dann auch mal ja, die Chance bekommen lassen, aus dem Rampenlicht zu treten. Ich sehe das immer auch positiv. Vielleicht sage ich das jetzt etwas ungeschützt. Ich nehme immer die Schweden. Wenn mit 50 auch noch Bolle und Ovtcharov spielen und bei jedem Event, bei der Deutschen Meisterschaft, bei der Franzmeisterschaft, bei allem, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn andere den Stresstest später nicht bestehen, weil sie ihn noch nie hatten. Auch mal vor den Kameras und im Rampenlicht. Deshalb, ich glaube, diese Mischung, die hat sich jetzt so mehr oder weniger zwingend ergeben, aber sie hat vielleicht auch wieder einen Nutzen für Spielerinnen wie Annette Kaufmann, wie Kai Stumper, dass die da etwas nach vorne kommen. So, wir verabschieden jetzt Richard Brauer, dass er noch schnell zum Livestream kommt. Dankeschön. Das heißt aber nicht, dass Sie mit Ihren Fragen schon am Ende sind. Feuer frei. Warum Leute noch Hemmungen haben, vielleicht Leistungssport zu nutzen und hierher zu kommen, was ja mit der Gastronomie so ein bisschen verglichen ist, da so ein bisschen so eine Scheu da vielleicht gerade noch? Das sehen Sie auch beim Fußball. Ich nehme jetzt mal Borussia Dortmund. Normalerweise haben die 80.000 Zuschauer und weitere 40.000 würden gerne noch zusätzlich kommen. Und man kümmert sich schon lange darum, wie kann ich an ein Ticket kommen, sonst was. Was hat die? 25.000? Und das beim Fußball, wo wir im Freien sind. Es scheint so eine Scheu da zu sein und ich vergleiche es auch, ja, es ist ein gesellschaftliches Thema, kein Sportthema. Wenn Sie in Ihrem Bekanntenkreis mit Menschen sprechen, da haben Sie wahrscheinlich auch welche, die sagen, ja, ist doch alles, jetzt lass mal 3G, das genügt doch, dann können wir auch mal die Masken weglassen und jetzt die Krankenhäuser sind ja nicht voll. Und es gibt andere, die sagen, wie kann man so fahrlässig sein? Wir kennen doch schon Delta, wir sehen doch, was auswärts passiert, wir wissen doch, dass der Herbst kommt, ich habe einen Job. Da darf ich nicht nachher fehlen wegen Quarantäne. Ich habe Kinder, die sind im Kindergarten, wenn sich das überträgt, dann möchte ich lieber mal noch nicht aus deren Sicht maximales Risiko gehen, sondern ich möchte dem Aufruf folgen, das reduzieren, was geht. Und dann ist halt vielleicht Sport und damit aus Sicht vieler Freizeitbeschäftigung, wenn ich da hingehe als Zuschauer, noch nicht dabei. Das heißt, dieses Spannungsfeld haben wir. Ich selber hätte gedacht, naja, so nach Olympia, so eine deutsche Meisterschaft, im Normalfall hätten wir vielleicht sogar in so einer tollen Halle, in so einem Umfeld, 3.000 bis 4.000 Zuschauer, lassen wir die Hälfte-Hälfte-Theorie gelten, dann hätten wir immer noch 1.500 oder 2.000. Aber offensichtlich sind die Leute noch vorsichtiger. Wie auch immer, muss man akzeptieren, muss man respektieren. Das ist so ein großes Thema, was jetzt anderthalb Jahre in den Köpfen ist, jeden Tag in den Medien ist, in den Familien, im Beruf. Und da muss man die Entscheidung jedes Einzelnen respektieren. Wir wissen ja auch nicht, was kommt und was dann rückblickend richtig gewesen wäre. Eines kann ich aber sagen, hier haben wir, glaube ich, das Maximale dafür gemacht, dass die, die da sind, sich sicher fühlen können. Also ich habe mit vielen, vielen Leuten gesprochen, alle haben gesagt, also 32 Euro für eine Tageskarte, das ist echt astronomisch hoch. Also das ist, glaube ich, manchmal die Eintrittspreise finde ich auch sehr, sehr hoch. Welche Überlegungen standen dahinter? Ich weiß nicht, ob die astronomisch hoch sind, ich denke nicht. Man kann es aber als solches fühlen, insbesondere dann, wenn man vielleicht bisher andere Preise gewöhnt ist. Ich kenne diese Diskussion auch, wenn Sie so eine Diskussion im Verein, hatte ich damals, als ich Vereinsvorsitzender schon vor 25 Jahren war, der Beitrag von im Jugendbereich von 20 auf 30 Euro gehen sollte. Und da hat einer gesagt, das ist ja wahnsinnig, das sind ja 50% Erhöhung. Muss ich sagen, ja, das ist richtig, aber die Frage ist, war der Preis vorher angemessen? Und viel Prozent von wenig ist halt immer noch wenig. Also was will ich damit sagen? Was haben wir bisher für Preise im Tischtennis? Die sind aus meiner Sicht zu niedrig, in vielen Bereichen. Was wird sonst am Tischtennismarkt, wenn ich jetzt in Frankreich gucke, da teilen sie den Tag in sogenannte Sessions ein. Aber bei Weltmeisterschaften haben wir bisher nicht gemacht, da brauchst du 3 Tickets dann, ne? Und wenn der Edelfan, der den ganzen Film reicht, eine Session. Aber der Edelfan, der den ganzen Tag ist, da ist, ja, das ist was anderes,
als wenn ich beim Bundesligaspiel 2 Stunden da bin, um 2,5. Muss also aus meiner Sicht einen anderen Preis haben. Ich habe hier eine ganz andere Arena als irgendeine bessere Sporthalle, sage ich mal. Und wenn ich von vornherein weiß, dass ich hohe Fixkosten drumherum habe, weil ich was Tolles biete, aber maximal 2000 Zuschauer, dann muss ich ja eigentlich, wenn ich, zumindest wenn ich betriebswirtschaftlich denke, sagen, dann muss der Preis ja nach oben, weil ich ja irgendwo die Kosten auf die Personen umrechnen muss. Wenn man davon ausgeht, und ich persönlich bin davon ausgegangen, dass ich Interesse von 3000 habe, warum nur 2000 kriegen ein Ticket, dann ist Angebot und Nachfrage, dann funktioniert es auch. Ne? Das heißt, wir wollen ja nicht den Zuschauern etwas abverlangen, wo sie keine Leistung dafür bekommen, aber gehen sie mal zum Fußballspiel, gehen sie mal in irgendeine Musical-Show, gehen sie sonst wohin. Ich glaube, für den ganzen Tag, für das, was hier angeboten wird von den Sportlern, kann man es vertreten, das kann man hochfinden, da kann man immer drüber diskutieren. Ich denke aber nicht, dass es astronomisch ist, sondern dass so empfunden wird teilweise, weil man eben andere Preise vielleicht gewohnt ist. Aber ich glaube schon, wir werden hier keinesfalls mit Plus abschließen. Und das trotz, dass wir Halle zur Verfügung gestellt kriegen, dass sich die Stadt Bremen engagiert, ne, dass 100 Volunteers außer für Verpflegung keine Vergütung erhalten und trotzdem ist die Veranstaltung dann Minus. Und da ist halt die Frage, wer ist Konsument, wer nimmt die Leistung in Anspruch? Das sind einerseits die Sportler, für die was machen, andererseits vielleicht auch die Zuschauer. Und solche Gedanken fließen sicherlich in eine Preisfindung ein. Rückblickend, vielleicht war er dann zu hoch. Und das wird man sicherlich in die Überlegungen für künftige Veranstaltungen natürlich wieder mit betrachten. Wir haben es gerade angesprochen mit den Zuschauerzahlen, die natürlich nicht so hoch gewesen sind, aber was können Sie denn den Bremer-Fans, die es ja doch gibt, oder der Tischtennis-Szene mit auf den Weg geben, ist das jetzt sozusagen, hat das noch Zukunft? Also es gab ja 8-mal schon hier die German Open, es gab ja größere Veranstaltungen. Wird es das künftig, wird Bremen in dem Kalender sozusagen Tischtennis noch wieder auftauchen? Und wenn ja, in welcher Form? Also die Frage muss und kann ich völlig unabhängig von dieser deutschen Meisterschaft sehen, weil das ist eine andere Veranstaltung zum einen. Und zum anderen unter Corona-Bedingungen, ne, nach dieser Pause. Die Frage von Veranstaltungen in Bremen möchte ich wie folgt beantworten. Also erstens hat das Team Bremen gezeigt, dass die Zusammenarbeit ganz herausragend ist, dass wir optimale Bedingungen hier vorgefunden haben. Das heißt, es ist genau eine Fortsetzung dessen, was wir kannten. Wir haben ja mit den German Open nicht nur einmal die Auszeichnung als bestes Platinum-Event von der World Tour erhalten. Ne? Und das war hier genauso, deshalb aus unserer Sicht sind die Voraussetzungen in Bremen herausragend. Weil wir haben eine Top-Arena, die zentral in der Stadt ist, gute Anbindung an den Bahnhof, die Hotels fußläufig und auch eine noch touristisch attraktive Stadt dazu und man ist nicht in irgendeinem Industriegebiet. Und das Team hier in der Halle kennt Tischtennis und lebt Tischtennis. Also beste Voraussetzung. Aber entscheiden tun im Moment nicht wir, sondern ein Partner, nämlich der Weltverband, beziehungsweise nicht direkt der Weltverband, sondern dessen Wirtschaftstochter, eine Limited, die WTT Limited aus Singapur. Und die schlägt im Moment ganz neue Wege ein. Die hat die Uhr auf Null gestellt, da zählen jetzt aus meiner Sicht nicht bisherige Erfolge und bisherige Partnerschaften, sondern die sagen, wir kreieren ein neues Produkt. Es gab mal die World Tour. Wir haben ein neues Produkt, das heißt WTT, das ist in neuem Design, mit neuem Konzept. Die Weltrangliste wurde dafür umgemodelt und so weiter. Es gibt verschiedene Turnierstufen, die orientieren sich sehr stark am Tennis. So, und jetzt, liebe nicht nur Nationalverbände wie bisher, sondern liebe Länder, liebe Städte, liebe Veranstaltungshallen, bewerbt euch doch bitte mal. Das ist wie, stellen Sie sich vor, wie eine Ausschreibung auf europäischer Ebene für irgendein Bauvorhaben. Ich schreibe also nicht nur die bisherigen 3 lokalen Handwerker an, die bisher 20 Jahre erfolgreich mit uns gearbeitet haben, sondern wir gehen raus und stellen die Uhr auf Null und sagen so, jetzt bietet mal. Und das ist im Moment unsere Schwierigkeit. Und hinzu kommt, dass der Turnierkalender ja noch überhaupt nicht steht. Die wissen nicht, wie sind die Reisemöglichkeiten der Spieler, die wissen noch nicht, wie haben sie selber Sponsoren, die wissen noch nicht genau, wie sind dann die Möglichkeiten im Fernsehen. Aber sie haben
Riesenpamphlete, die sie bearbeiten, wo sie ihre Angebote abgeben. All das haben wir gemacht, haben aber dann festgestellt, wir kriegen es nicht kostendeckend hin, nach den Vorgaben. Und deshalb, wir sind nach wie vor im Gespräch, müssen einen Weg finden, wie wir einerseits akzeptieren, dass sie neue Leitplanken haben, andererseits aber auch abgleichen, was können wir unter Risikogesichtspunkten und sonstigen Aspekten, die wir mitbeleuchten müssen als Verband, wo können wir, sag ich mal, unsere Nische finden, was für uns Sinn macht. Da sind wir dabei, da führen wir derzeit Gespräche, werden wir nächste Woche eines haben nochmal, mit dem europäischen Vertreter von LTT. Und da haben wir auch gemeinsam mal identifiziert, welche Städte, Hallen kämen denn aus gemeinsamer Sicht für künftige Events in Frage und für was für Stufen möglicherweise. Und jetzt wird das Ziel sein, dass man in den nächsten Monaten gemeinsam eine Präsentation ausarbeitet, wie könnte eine WTT-Veranstaltung in Deutschland aussehen und damit mit möglichen Städten und Hallen ins Gespräch kommt. Aber konkrete Ergebnisse oder konkrete Ziele, nächstes Jahr im März steht mit German Open an oder sowas, die gibt es derzeit nicht. Gibt es schon Überlegungen, wo nächstes Jahr die deutschen Meisterschaften stattfinden? Ah, da gibt es Überlegungen, wobei auch da ist im Moment so vieles und das ist viel mehr als früher. Man prüft Optionen und zwar von jeder Seite, weil jeder hat Unsicherheit und damit muss er sich immer ein Backup vorhalten. Ein Thema könnte sein die Finals, weil wir waren ja dieses Jahr in Dortmund mit dabei, im Rahmen von die Finals, die dann von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ja breit übertragen werden. Allerdings waren wir nicht dabei mit unseren deutschen Meisterschaften hier, sondern die TTBL und Parasport. Aber wir selber sind auch ganz konkret im Gespräch, weil Fernsehen möchte primär die eigentlichen deutschen Meisterschaften. Das wäre eine Option, weitere Option, losgelöst von den Finals, falls das nicht passen sollte, weil da sprechen ja wieder die Vermarkter von dort mit, die Fernsehanstalten, der Standort, an dem es stattfindet, das sind ja mehrere Stakeholder, die da Interessen haben und eine geeignete Halle muss auch da sein.